Wusstet ihr, dass Star Wars in der DDR nie gezeigt wurde? Weder im Fernsehen noch im Kino. Auch in der Sowjetunion war Star Wars bis 1990 verboten. In China wurde die Originaltrilogie sogar erst 2015 zum ersten Mal aufgeführt. Unvorstellbar eigentlich. Aber um solche Filme soll es heute gehen. Um Meisterwerke und Kultklassiker, die in verschiedenen Ländern aus den sonderbarsten Gründen verboten wurden. Damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper und Alf. Dass ein Lars von Trier-Film irgendwo verboten wird, überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Und als Antichrist 2009 erschien, sorgte der Skandalfilm schon in Cannes für Furore. Es geht um ein Paar, das sich nach dem Tod des Kindes in die Wälder zurückzieht. Dort wird die Frau zunehmend gewalttätiger, während der Mann eigenartige Visionen hat. Sexualität und Gewalt werden explizit gezeigt, manche nannten den Film sogar frauenfeindlich. Lars von Trier sagte, ja, ich hasse die Frauen. Aber ich liebe sie auch. Überraschend ist aber auch, dass der Film in Frankreich 7 Jahre später verboten wurde. Wie bitte? Dabei ist der Film doch sogar von Arte und vielen weiteren französischen Unternehmen mitproduziert worden. Angestoßen wurde das Verbot von der konservativen katholischen Gruppe Promouvoir. Dabei ging es aber um die Altersfreigabe, denn der Film war zunächst ab 16 Jahren freigegeben. Diese Freigabe wurde zurückgezogen und für einige Zeit durfte der Film in Frankreich nicht mehr gezeigt werden. Seit die Altersfreigabe auf 18 erhöht wurde, ist der Film in Frankreich aber wieder freigegeben. Heutzutage kennt man Peter Jackson als den Mann, der Herr der Ringe auf die Leinwand gebracht hat. Dabei machte der Neuseeländer in seiner frühen Karriere kreative Indie-Filme und richtige Splatter. Das wissen viele gar nicht. Das Blut floss und nirgendwo floss es so sehr wie in Braindead. Noch immer ist das einer meiner persönlichen kleinen Lieblingsfilme. Mit einem schmalen Budget von 3 Millionen US-Dollar floppte der Film zwar an den Kinokassen, wurde aber zum absoluten Kulthit. Es geht um einen Rattenaffen, der nach Neuseeland gebracht wird und dort eine Zombie-Seuche auslöst. Jetzt könnte man meinen, Braindead ist irgendein blutiger Horrorfilm, das ist er aber gar nicht, beziehungsweise das wird dem Film nicht gerecht. Vielmehr ist Braindead eine Horrorparodie und einer der witzigsten Filme überhaupt, weil er so kreativ ist und echten Zombie-Slapstick zeigt. Jackson hat dafür sogar 1500 Liter Kunstblut verbraucht, ein Rekord. Party's over. Die Verbreitung der ungeschnittenen Fassung ist aber in Deutschland verboten. Das heißt, der Besitz und der Erwerb sind erlaubt, die Verbreitung nicht. Ein Mann zum Beispiel stand 2003 vor Gericht, weil er mit seiner Firma gewaltverherrlichende Filme vertrieben hatte. Unter anderem Braindead. Er wurde verurteilt zu 2 Jahren Haft, auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2000 Euro. Diese Geldstrafe wäre für den Star des nächsten Films aber sicher kein Problem gewesen. Sex, Drogen, Geld, Drogen, Yachten und Drogen. So könnte man das Leben von Jordan Belfort zusammenfassen. Ab Ende der 80er wurde er als Aktienhändler zum Multimillionär. Aber etwa 10 Jahre später folgte der Absturz. Wegen Betrugs und Geldwäsche wurde er zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. Über den heutigen Motivationstrainer hat Hollywood-Altmeister Martin Scorsese einen sehr bekannten Film gedreht, nämlich The Wolf of Wall Street. Bis heute ist es Scorseses erfolgreichster Film, aber in einigen afrikanischen Ländern wurde der Film nie gezeigt. In Kenia zum Beispiel wurden alle Vorführungen verboten, weil der Film Obszönitäten zeige, explizit sexuellen Inhalt und den Missbrauch von Drogen. Gut, das kann man jetzt nicht gerade von der Hand weisen. Und Tage später verboten weitere afrikanische Länder den Film, wie zum Beispiel Uganda, ohne genaue Gründe dafür anzugeben. Zeigen Sie mir einen Gehaltscheck über 72.000 und ich schmeiß meinen Job hin und arbeite für Sie. Hey, Pauli, alles klar? Du, nein, nein, alles in Butter. Du, ich kündige, Pauli. Bald ist Halloween und natürlich sind es oft Horrorfilme, die den Behörden aufstoßen. So auch einer der größten Klassiker der Horrorgeschichte. Der Exorzist, der Kultfilm über ein junges Mädchen, das von einem Dämon besessen wird. Der Film war eine der extremsten Hollywood-Produktionen seiner Zeit. Der Regisseur William Friedkin wollte darin mehr Blut sehen als in jedem anderen Hollywood-Film jemals zuvor. Schon seit der Veröffentlichung wurde davor gewarnt, dass dieser Film Kinder zu Gewalttaten verführe.
Viele christliche Bewegungen protestierten gegen den Film. In einigen englischen Landkreisen wurde der Film deswegen verboten. 15 Jahre später wurden sogar sämtliche VHS-Kassetten des Films im gesamten Land zurückgezogen und der Verkauf dieser Kassetten verboten. Bis 1999 konnte man den Film dort also nicht sehen. Die Darstellerin Linda Blair musste sogar ein halbes Jahr lang von Bodyguards bewacht werden. Religiöse Fanatiker und Fanatikerinnen hatten ihr gedroht, weil der Film angeblich den Teufel verherrliche. Trotzdem wurde Der Exorzist zu einem riesigen finanziellen Erfolg. In der Türkei beschloss man deswegen, den Film für den eigenen Markt zu kopieren. Also wirklich zu kopieren. Mitsamt der Musik und allem, was dazugehört. Ich präsentiere Shaitan. Ben Shaitan. Dieser Film ist ein echtes Filmjuwel. Ich plane sogar, ein ganzes Video darüber zu drehen, um euch den Film einfach mal vorzustellen. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet. Es gibt genau eine antisemitische, homophobe und frauenfeindliche Person, die ich mag. Und das ist der kasachische Reporter Borat. Als Borat in den Kinos für offene Münder sorgte, wurde der Film in jedem arabischen Land verboten, außer dem Libanon. Warum? Wahrscheinlich, weil der Film oberflächlich betrachtet antisemitische Szenen enthält und das scheint im Libanon gut anzukommen, denn seit dem letzten Krieg 2006 befindet sich der Libanon mit Israel immer noch im Kriegszustand. Und deswegen wurde zum Beispiel auch Justice League verboten, nur weil mit Gal Gadot eine Israeli mitspielt. Kommen wir zurück zu Borat. Borat wurde zum Beispiel auch in Russland verboten, weil er religiöse und nationale Empfindlichkeiten verletzen könne. Gut, meiner Meinung nach geht es darum im Film. Und auch die kasachische Regierung stellte sich zunächst gegen den Film. Er durfte nicht veröffentlicht werden in Kasachstan. Aber das änderte sich relativ schnell, als Borat Touristen ins Land brachte. Die kasachische Zeitung Karawan nannte Borat sogar den besten Film des Jahres und dass er gar nicht antikasachisch sei, sondern vor allem anti-amerikanisch. Am besten aber fasste es der kasachische Schriftsteller Sapabek Asipuli zusammen. Wenn eine Regierung einen Mangel an Humor offenbart, wird sie selbst zur Witzfigur. Aber auch hier bei uns in Deutschland wurde der Film hitzig debattiert. Es gibt in Hamburg das Zentrum für Antiziganismusaufklärung. Das setzt sich für die Rechte von Roma und Sinti ein. 2006 legte diese Organisation die Beschwerde ein, dass Borat trotz seines satirischen Charakters Roma und Sinti diskriminiere. Als Reaktion darauf entfernte 20th Century Fox für das deutsche Fernsehen alle Szenen über Roma und Sinti. Falls ihr für Halloween noch einen gelungenen Horrorfilm sucht, der auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben darf, dann lasst euch Texas Chainsaw Massacre nicht entgehen. Das ist genau wie Der Exorzist ein wahrer Horrorklassiker. Aber was viele nicht wissen, also ich sag's mal so, viele, die den Film nicht gesehen haben, die wissen gar nicht, wie dieser Film eigentlich funktioniert und dass er viel weniger blutig ist, als die meisten denken. Es geht um die Atmosphäre des Films, es geht um die albtraumhaften Bilder und den Horror, der sich in unserer Fantasie abspielt. Er ist zum Beispiel auch ganz anders als das von Michael Bay produzierte Remake. Gut, auch wenn das Remake ein kleiner Guilty Pleasure von mir ist. Gedreht wurde das Original während einer texanischen Hitzewelle und was ich persönlich ziemlich geschmacklos finde, ist, man ließ für den Film echte Tierkadaver am Set verrotten. Teilweise wurde sogar echtes Tierblut verwendet. In vielen Ländern wurde der Film gar nicht erst vorgeführt. In Deutschland erschien der Film nur gekürzt als Blutgericht in Texas. 1982 wurde die Videofassung sogar indiziert und wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmt. Aber 2011 schaffte es der aktuelle Inhaber der Nutzungsrechte, die Beschlagnahmung aufzuheben. Seitdem wird der Film auch wieder in der ungeschnittenen Fassung vertrieben. Einer der überraschendsten Plätze in dieser Liste ist Das Leben des Brian, der legendäre Film von Monty Python. Es geht darin nicht um Jesus von Nazareth, sondern dessen Nachbarn Brian, der ebenfalls für einen Messias gehalten wird. Weil der Film satirisch mit dem Christentum umgeht, gab es schon bei der Veröffentlichung scharfe Proteste. Es war der erste Film seit 55 Jahren, der vor Gericht wegen Blasphemie verurteilt wurde. Weil die Komiker immer wieder Frauen verkörpern, beklagte zum Beispiel der bekannte Reverend Roger Fulton,
Immer wieder wird männlichen Begierden Ausdruck gegeben, sich in eine Frau zu verwandeln. Es kam sogar das Gerücht in Umlauf, dass während der Dreharbeiten ein Kind misshandelt worden sei. Und so wurde der Film tatsächlich in einigen Städten der USA nicht vorgeführt. In Südafrika und England wurde der Film verboten, teilweise ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Ein englischer Stadtrat zum Beispiel rechtfertigte sich mit den Worten: Man muss keinen Schweinestall sehen, um zu wissen, dass er stinkt. Selbst Norwegen verbot den Film, wenn auch nur für ein halbes Jahr. In Schweden aber scherzte das Marketing, dass das Leben des Brian so witzig sei, dass er in Norwegen verboten wurde. Diese Verbote wurden übrigens in vielen Ländern mittlerweile aufgehoben. Monty Python machte sogar Scherze darüber, wie im Prinzip alle unterschiedlichen christlichen Organisationen gemeinsam gegen den Film gewettert haben. Wir haben sie endlich zusammengebracht, zum ersten Mal in 2000 Jahren. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen kontroversen Skandalfilm ihr großartig findet. Kaum ein Film ist so gigantisch und so mitreißend wie Apocalypse Now. Die 3 Jahre lange Produktion des Kriegsfilms war so erschwerlich, dass es darüber sogar einen Dokumentarfilm gibt. Im Film geht es um einen Captain, der während des Vietnamkriegs nach Kambodscha geschickt wird. Dort soll er einen abtrünnigen Oberst ausschalten, der von einem Volksstamm wie ein Gott verehrt wird. In Südkorea war aber gar nicht die Gewalt das Problem, sondern vielmehr die Anti-Kriegsbotschaft des Films. Denn in den 60ern und 70ern war ein gewisser Chung Hee Park an der Macht. Für ihn war Krieg ein probates Mittel. Als zum Beispiel einer seiner Gegenkandidaten bei einer Wahl über 45% der Stimmen erhielt, rief Park den nationalen Notstand aus, ließ seinen Gegner entführen und verhängte das Kriegsrecht. Daraufhin löste er das Parlament auf, setzte die Verfassung außer Kraft und wurde zum waschechten Diktator. So hatte er die völlige Kontrolle über die gesamte Medienlandschaft und Apocalypse Now wurde verboten. Selbst Juno Bong konnte deswegen den Film erst 1988 sehen. Das ist der Oscar-Regisseur von Filmen wie Parasite oder The Host. Er sprach darüber, als er in Cannes dem Regisseur des Films einen Sonderpreis überreichte. Dabei offenbarte er, dass Apocalypse Now sogar der Film gewesen sei, der ihn maßgeblich dazu bewegt hätte, überhaupt erst Filmemacher zu werden. Natürlich kann ich dieses Video nicht drehen, ohne über meinen persönlichen Lieblingsfilm zu sprechen. Uhrwerk Orange. Darin geht es um den kriminellen Alex, der in einer sonderbaren Zukunft erwischt wird bei einem Mord und mit einer Gehirnwäsche so umprogrammiert wird, dass er seine düsteren Triebe nicht mehr ausleben kann. Seit der Veröffentlichung des Films gab es gegen den Film scharfe Proteste. Es gibt in den USA zum Beispiel eine katholische Organisation, die sich mit Filmen auseinandersetzt. Und diese Organisation war vom Film so entsetzt, dass sie das sogenannte C-Rating aussprach. Damit verbot sie Angehörigen der römisch-katholischen Kirche, den Film überhaupt erst anzugucken. Und auch in Großbritannien ging es heiß her. Dabei wurde der Film zuerst freigegeben, ungeschnitten. Aber in den Jahren darauf wurden verschiedene Morde immer wieder mit dem Film in Verbindung gebracht, teilweise sogar vor Gericht. Die Familie Kubrick, also die Familie des Regisseurs, erhielt sogar Morddrohungen. Und irgendwann reichte es ihm. Er zog den Film kurzerhand aus sämtlichen britischen Kinos. In einigen Ländern wie Südkorea, Singapur und Südafrika war der Film sowieso verboten. Genauso auch in Brasilien. Aber 8 Jahre nach dem Start im Rest der Welt erschien auch in Brasilien eine Fassung, eine, in der Brüste und Genitalien mit schwarzen Punkten verdeckt wurden. Es ist der kürzeste Film von Quentin Tarantino und auch sein erster, Reservoir Dogs. Damit zeigte die Hollywood-Legende, was das kleine Kino mit der richtigen Regie und einem großartigen Drehbuch kann. Zu dem Film gab es sogar ein Videospiel. Es erhielt aber vernichtende Kritiken und wurde wegen seiner Gewaltdarstellung in Australien, Neuseeland und auch bei uns in Deutschland verboten. Aber auch in seinem legendären Kultfilm spart Tarantino nicht mit Gewalt. So überrascht es nicht, dass der Film in England keine Freigabe erhielt. So wurde er die ersten 3 Jahre dort nicht gezeigt. Vor allem lag das an der berühmten Szene mit dem Ohr. Wenn ihr Filme mögt, dann abonniert Cinema Strikes Back und checkt unbedingt die Videos von meinem Kollegen Jonas aus. Der hat schon 2-mal thematisiert, was die FSK ist und wer eigentlich in Deutschland Filme verbietet und warum. Checkt das unbedingt mal aus. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.